Herzlich willkommen beim ersten Video aus der Reihe Regelungstechnik. In diesem Video wollen wir zunächst einmal erklären, was eine Regelung bzw. eine Regelstrecke ist. Und dazu werden wir das Beispiel des Backofens betrachten. Gut, um die ganze Sache deutlicher zu machen, werden wir auch das Gegenteil einer Regelung betrachten, nämlich eine Steuerung. Als Beispiel für eine Steuerung werden wir eine Herdplatte nehmen. Also das hier ist ein Kochfeld, da sind vier Herdplatten drauf angeordnet, die über diese vier Schalter hier gesteuert werden. Ja, und das Beispiel für die Regelung, das habe ich ja schon gesagt, das ist der Backofen. Der Backofen, der wird hier über diesen Knopf hier geregelt. Da stellt man die Temperatur ein. Gut, fangen wir mal hier oben an mit der Steuerung. Ja, also ich habe hier meine Steuerknöpfe, jedenfalls bei meinem Herd ist das so. Da kann ich irgendwas einstellen zwischen 0 und 3. Also ich habe die Stufen 0, 0,5, 1, 1,5, 2, 2,5 und 3. Sowas nennt man eine Siebentaktsteuerung. Gut, diese Stufen werden mechanisch eingestellt. Ich drehe ja hier mechanisch, da ist ja noch nichts elektrisch. Meine Hand ist ja mechanisch, arbeitet die, nicht elektrisch. Und dieses mechanische Signal, was ich hier habe, also meine Hand, die sich bewegt, die Schaltereinstellung hier, die wird von einem Steuergerät umgewandelt in ein elektrisches Signal. Meistens mit einer Kleinspannung, sage ich mal 24 Volt vermute ich mal, vielleicht auch 12 Volt, ich kenne mich da nicht aus, aber irgendwas in der Größenordnung. Und dieses elektrische Signal hat dann auch wieder 7 Stufen. Ja, genauso wie der Schalter, ich habe ja hier 7 mechanische Schaltstufen und die werden umgewandelt in 7 verschiedene elektrische Signale mit 24 Volt. Gut, also wie könnte jetzt diese Umwandlung dieses mechanischen Signals, also der Schalter hier, die Schalterstellung in ein elektrisches Signal, wie könnte diese Umwandlung durch das Steuergerät erfolgen? Ja, da stelle ich mir vor, ich habe hier so einen Schalter und dieser Schalter hier, das ist der hier am Backofen, der schließt verschiedene Kontakte, sodass von 3 elektrischen Leitungen, wo 24 Volt dran anliegen, dass von diesen 3 Leitungen immer 1, 2 oder 3 Leitungen Strom haben. Zum Beispiel auf Stufe 0,5 hat das erste Kabel Strom, also diese 24 Volt, das zweite nicht und das dritte Kabel hat auch keinen Strom. Also hier hinten sind so einfach nur so Kontakte. Je nachdem, wie der Schalter steht hier, dieser am Backofen, das ist der hier, werden diese Kontakte geschlossen und eins von diesen 3 Kabeln hat Strom. Wenn das erste Kabel Strom hat, dann habe ich eine 1. So, jetzt hat das erste Kabel keinen Strom, sondern nur das zweite, dann habe ich eine 2. Wenn die ersten beiden Kabel Strom haben, dann habe ich eine 3. Wenn die ersten beiden Kabel keinen Strom haben, aber dafür das dritte, dann habe ich eine 4. Kommt noch hier Strom dazu, dann habe ich eine 5 und kommt jetzt dieses geht dieses Signal weg und ich habe hier noch Strom, dann habe ich eine 6 und wenn jetzt auf allen 3 Leitungen Strom fließt, dann habe ich eine 7. Also je nachdem, wie ich diesen Schalter stelle, haben diese Leitungen hier Strom über einen Kontakt und so komme ich an meine 7 Schaltstufen. Wobei diese Schaltstufen jetzt hier 24 Volt haben. Gut, jetzt kommt als nächstes ein Stellglied. Da werden diese 24 Volt, also diese 7 Schaltstufen mit 24 Volt, umgewandelt in 7 Schaltstufen mit 230 Volt. Also das wische ich mal weg. Ich habe hier meine 3 Kabel mit 24 Volt, die 7 verschiedene Zustände annehmen können. Und da mache ich jetzt ein 230 Volt Signal draus, auch wieder mit 7 verschiedenen Zuständen. Ja, warum mache ich das überhaupt? Weil solche Steuerungen meist mit geringen Spannungen arbeiten, aber der Backofen ist ja an 230 Volt angeschlossen, nicht an 24 Volt. Ist zum Beispiel ganz wichtig bei einer Lokomotive. So, das soll mal eine Lokomotive sein. Und da habe ich in der Oberleitung zum Beispiel, sagen wir mal, 10.000 Volt.
Jetzt ist das ja schlecht, wenn der Lokomotivführer hier in seinem Führerstand, in seiner Steuerung 10.000 Volt hat. Ne? Einmal nicht aufgepasst, einmal aufgeschraubt, rangepackt, tot, verkohlt. Ja, und deshalb macht man das so, man steuert die ganze Sache mit 24 Volt zum Beispiel, führt dann hier so eine Leitung hin und in den Schaltraum und da werden über die 24 Volt dann die 10.000 Volt geschaltet. Dann habe ich nur an einer Stelle in der Lokomotive meine 10.000 Volt, also so kurz vor dem Motor, aber die habe ich nicht überall. Ne? Das wäre ja schlecht. Gut, wie sieht sowas praktisch aus? So eine Umwandlung von 24 in 230 Volt, da nimmt man einen Schütz. So, da ist also einmal so eine Spule drin. Und dann habe ich jetzt hier, sage ich mal, ein Einsignal. Zum Beispiel soll hier diese Leitung hier, das ist eine, die hier liegt. Das sind ja drei Leitungen hier, das symbolisiert ja drei Leitungen hier, ne? Stufe 1 bis 7, das sind drei Leitungen. Und eine von diesen Leitungen, das wäre jetzt die hier. So, die fließt durch eine Spule. Und sobald der Strom durch die Spule fließt, wird ein Kolben bewegt, eine Stange. Ja, durch dieses Magnetfeld wird er bewegt. Und diese Stange hier, die schließt einen Kontakt. Und an diesem Kontakt liegen jetzt die 230 Volt. Ja, also ich habe hier 24 Volt. Und sobald die hier an der Spule anlegen, bewegt sich die Spule, dann bewegt sich dieser Kolben, dieser Kontakt geht zu und dann habe ich hier 230 Volt geschaltet. Also so geht das praktisch über einen Schütz. Ist praktisch nur so wie eine Verstärkung des Signals. Gut, dann habe ich also jetzt hier mein Signal, ne, 230 Volt, also das, was der Herd hier wirklich braucht. Und ich schreibe es aber mal drunter, das hier war mein Schütz. Das war mein Schalter. So, hier habe ich jetzt mein Signal, 230 Volt, dreimal mit drei Kabeln, also sieben verschiedene Zustände sind da möglich. Und dieses Signal oder diese 230 Volt gehen dann hier zu meiner Kochplatte, also im Endeffekt hier zu meiner Suppe. Ja. Das heißt, eigentlich diese 230 Volt, die gehen ja nicht in die Suppe rein, sondern die erwärmen die Herdplatte, sage ich mal, auf 200 Grad. Und die 200 Grad heiße Herdplatte gibt dann die Wärme ab an die Suppe und die Suppe hat dann 100 Grad Celsius. Ja, und wie findet jetzt diese Umwandlung dieser elektrischen Energie hier 230 Volt in eine Temperatur? Wie geht das praktisch? Da habe ich euch ja schon erklärt, wir haben hier drei Leitungen mit 24 Volt, das sind die hier. Und da habe ich gesagt, die gehen zu drei Schützen, 1, 2, 3. Ja, und wenn eine von diesen Leitungen hier Strom führt, zum Beispiel die hier unten, dann zieht diese Schütz an, also die Spule, durch die Spule fließt Strom und die Spule bewegt dann einen Hebel und der schließt einen Schalter, das heißt, der Schütz zieht an. Und wenn diese Schütz hier anzieht, also dieser Schalter geschlossen wird, dann werden die 230 Volt, die Energie der 230 Volt, hier transportiert über diese Leitung zu diesem Widerstand. So, und jetzt haben wir gesagt, diese Leitung hier, beziehungsweise die Leitung, die sind ja hier nur verstärkt, die können unterschiedliche Signale führen. Zum Beispiel kann nur das erste Strom führen oder das zweite und dritte zusammen oder erste und dritte zusammen. Also da gibt es sieben verschiedene Kombinationen. Und je nachdem, welche Kabel jetzt Strom führen, wird hier eine bestimmte Wärme erzeugt in der Kochplatte. Nehmen wir mal an, ich habe hier einen kleinen Widerstand, einen mittleren und einen großen. Jetzt fließt hier durch das erste Kabel Strom, durch diesen Widerstand, ein kleiner Widerstand heißt viel Strom, das heißt die Herdplatte wird sehr warm. Wenn der Strom stattdessen durch die dritte Leitung fließt, durch den großen Widerstand, da entsteht weniger Temperatur, weil ein großer Widerstand lässt nur wenig Strom fließen. Oder das erste und das dritte Kabel führen Spannung, also da fließt Strom durch, dann werden diese beiden Widerstände erhitzt. Und so habe ich verschiedene Kombinationen, sieben verschiedene Kombinationen und deshalb habe ich hier, kann ich hier eine verschiedene Temperatur erzielen. Je nachdem, welche Schalterstellung ich hier habe, beziehungsweise welche
von den drei Drähten hier Strom führen, beziehungsweise welche von den drei verstärkten von den 230 Volt Leitungen Strom führt, die haben wir hier. Ja. Je nachdem, welche Leitungen Strom führen, werden verschiedene Widerstände in der Kochplatte erhitzt. Ja, und deshalb habe ich unterschiedliche Temperaturen. Mal 150 Grad Celsius, mal 200, mal 250 und so weiter. Ja, kommen wir jetzt zur Regelung. Da wird auch wieder was eingestellt, so wie hier oben die Schaltstufen, die ich hier einstelle, wird hier auch etwas eingestellt an so einen Knopf, aber das ist jetzt eine Temperatur. Meine gewünschte Temperatur, sozusagen der Sollwert. Ne? Und weil ich mir den wünsche, wird der oft mit W abgekürzt. Gut, dieses mechanische Signal, was ich hier habe, also der Schalter arbeitet ja mechanisch, beziehungsweise in meiner Hand, wird wieder in ein elektrisches Signal umgewandelt, so wie hier oben, dann wieder verstärkt durch einen Schütz. So, und dann geht das an meine Regelstrecke und das ist jetzt mein Backofen. So, und nehmen wir mal an, ich stelle hier 200 Grad ein und irgendwann wird der dann 200 Grad Celsius auch erreichen. Ja, da wird wieder die elektrische Energie in eine Temperatur umgewandelt in 200 Grad. Gut. Was ist jetzt der Unterschied zu einer Steuerung? Der Unterschied ist, ich habe hier einen Sensor eingebaut und da wird also die ganze Zeit über gemessen, ob diese 200 Grad Celsius wirklich erreicht sind. Und dieses Signal, das wird dann hier zurückgeführt zu einem sogenannten Vergleicher. Also das hier ist meine Größe, die ich regeln will, die 200 Grad Celsius, die nennt man X, das ist die Regelgröße und die wird zu einem Sensor geführt und dann hier weitergeführt und hier gibt es ein Bauteil, das nennt sich Vergleicher. Ich schreibe es mal drunter, Vergleicher. Ja, und dieser Vergleicher vergleicht jetzt die Solltemperatur, also ich habe 200 Grad eingestellt für meinen Kuchen, mit der Ist-Temperatur, ob die wirklich 200 Grad ist. Gut, nehmen wir mal an, die Temperatur sinkt jetzt auf 180 Grad. Ich schreibe es mal dahinter, 180 Grad Celsius. So, dann erfasst der Sensor das, meldet das an den Vergleicher, sondern der Vergleicher vergleicht jetzt. Ich habe 200 Grad eingestellt, ich habe aber nur 180, das heißt, ich habe 20 Grad zu wenig. Ich habe also eine Differenz und diese Regeldifferenz kürzt man mit E ab. E wie Error. Error ist Fehler. Gut, das gibt er an eine Regeleinrichtung weiter. Die müssen wir später noch genau untersuchen. Und diese Regeleinrichtung, die sagt jetzt, wenn zum Beispiel die Temperatur 20 Grad zu wenig ist, dann musst du das Ding wieder einschalten, den Backofen. Ne? Dann schickt er wieder ein 24-Volt-Signal an das Schütz und das Schütz zieht an und dann werden drei Kontakte geschlossen mit 2x 230 Volt und der Backofen heizt wieder hoch bis, sage ich mal, 220 Grad. So, jetzt haben wir hier unsere 220 Grad erreicht. Ja, der Sensor misst die ganze Zeit und jetzt sagt er, oh, ist ja viel zu viel. Ich habe hier eingestellt 200 Grad. Ich habe aber hier 220, das ist hier übrigens die Rückführgröße. Rückführgröße, ich schreibe es mal hin. Da muss ich später noch was zu sagen. Da werden die 220 Grad Celsius zurückgemeldet. Die werden hier verglichen mit dem Sollwert, also das ist der Istwert, die Regelgröße ist der Istwert. Die wird zurückgeführt, verglichen mit dem Sollwert und jetzt sagt er 20 Grad zu viel. Dann kommt hier die Regeleinrichtung, die sagt dann ausschalten. Ne? Also die ist intelligent, das ist ein Regler, der weiß, wenn ich 20 Grad zu viel habe, dann muss ich das Ding ausschalten. Das heißt, das elektrische 24 Volt Signal wird zu 0 und deshalb fällt das Schütz ab, das schaltet sich also ab. Dadurch schalten sich auch diese 230 Volt ab
Und deshalb kriegt der Backofen hier keine Spannung mehr, kann nicht mehr heizen und die Temperatur sinkt wieder auf meine 180 Grad. So, und jetzt geht das ganze Spiel von vorne los. Ich habe wieder 180 Grad, der Sensor meldet das zurück und der Vergleicher stellt wieder fest 20 Grad zu wenig, gibt also weiter einen Fehler, einen Error von 20 Grad zu wenig. Die Regeleinrichtung wertet das wieder aus und die denkt sich 20 zu wenig, jetzt muss ich wieder einschalten. Also gibt es ein 24 Volt Signal raus, das empfängt der Schütz zieht wieder an, schaltet die 230 Volt an und der Backofen kriegt wieder seine Energie und heizt wieder hoch auf 220. So geht das jetzt immer weiter. Ja, und jetzt können wir auch sagen, was der Unterschied zwischen einer Steuerung und einer Regelung ist. Bei einer Regelung, da wird der Istwert, der nennt sich Regelgröße x, der Istwert, der wird erstmal zurückgeführt, ne? Also das ist schon mal der erste Unterschied, hier findet ja keine Rückführung statt. Dann wird der 2 ins verglichen mit dem Sollwert, ne? Also zweiter Unterschied ist, der Istwert wird mit einem Sollwert verglichen. Und abhängig von dieser Differenz E, von diesem Fehler, wird das Stellglied betätigt oder nicht. Also ob das Stellglied betätigt wird oder nicht, hängt von diesem Istwert ab, beziehungsweise von der Differenz zum Sollwert. Gut, und bei der Steuerung, da gibt es also keine Rückführung, da gibt es keinen Vergleich und das Stellglied wird nur aufgrund der Schalterstellung betätigt, aber nicht aufgrund irgendwelcher Werte, die tatsächlich vorhanden sind, sondern einfach nur auf Erfahrungswerten basiert das hier. Ne? Ich weiß zum Beispiel, wenn ich Suppe koche, dann stelle ich die Suppe auf 1, dann kocht meine Suppe. Also das ist eine reine Erfahrungssache. Während hier der tatsächliche Wert, der sich einstellt, der Istwert, zurückgemeldet wird und mit einem Sollwert verglichen wird. Ja, jetzt kommen vielleicht manche auf die Idee und fragen sich, warum gibt es denn hier bei diesen Kochplatten nicht auch eine Regelung? Ne? Wenn so eine Regelung besser ist, die misst ja immer, ob ich hier wirklich den Wert erreicht habe, warum gibt es hier nicht auch bei den Kochplatten eine Regelung? Gut, dann müsste ich immer einen Temperaturfühler oder einen Thermostat in die Suppe reinhalten. Das wäre ja blöd. Ne? Also die schmeckt dann bestimmt auch nicht mehr so gut. Die nächste Möglichkeit wäre, ich mache das so wie beim Backofen, befestige ich den Temperaturfühler nicht in der Suppe drin, sondern hier an der Kochplatte, die, sage ich mal, 200 Grad hat. Könnte man natürlich machen, aber das würde nicht viel nützen, weil je nachdem, welchen Topf ich da drauf habe und welche Suppe ich koche, dann habe ich hier eine unterschiedliche Temperatur. Und das, was ich regeln will, ist ja eigentlich die Temperatur der Suppe und nicht die Temperatur der Kochplatte. Also das nützt schon mal nichts. Die Kochplattentemperatur, die unterscheidet sich von der Suppentemperatur erheblich, während hier im Backofen die Backofentemperatur und die Kuchentemperatur eigentlich gleich sind. Ja, aber hier oben ist auch gar keine Regelung notwendig, denn da gibt es so eine Art Selbstregelung. Und zwar funktioniert die folgendermaßen. Das, was ich ja eigentlich regeln will, ist ja nicht die Kochplattentemperatur 200 Grad, sondern die Suppentemperatur von 100 Grad. Und die regelt sich selber. Denn Wasser verkocht ja bei 100 Grad. Das heißt, Wasser kann ja gar nicht wärmer als 100 Grad werden. Ja? Also stelle ich hier einfach irgendwas ein, bloß nicht 0,5, das ist so wenig, irgendwas, was größer ist. Dann habe ich hier auf jeden Fall kochendes Wasser und ich habe meine 100 Grad, die ich haben will, die Suppentemperatur. Das ist also so eine Art Selbstregulierung, die hängt damit zusammen, dass Wasser eben nicht wärmer als 100 Grad werden kann. Gut, das Wasser kann natürlich verkochen, aber bei der Umwandlung von den aus dem flüssigen Aggregatzustand des Wassers in den gasförmigen, also beim Verdampfen, da wird so viel Energie benötigt, dass da nur etwas verdampft. Also die Wassertemperatur, kann man sagen, ist stabil bei 100 Grad, wenn ich hier irgendwas einstelle. Ja, und deshalb ist eine Regelung da eigentlich gar nicht notwendig. Ja, als nächstes möchte ich dieses Bild hier noch so ein bisschen verbessern. Da ist nämlich noch ein kleiner Fehler drin. Und zwar habe ich hier meine Regelgröße x, also meinen Istwert. Und der geht ja hier zum Sensor. Also das ist eine Temperatur hier, mein Istwert. Und der Sensor, der formt diesen Istwert, also die Regelgröße x,
um in ein elektrisches Signal. Die Rückführgröße ist also ein elektrisches Signal, sage ich mal, zwischen 0 und 10 Volt. So, jetzt habe ich ein Problem, weil ich habe hier meinen Vergleicher und der kann ja nicht eine Temperatur von 200 Grad, sage ich mal, mit einem elektrischen Signal vergleichen. Ne? Also Temperatur mit einer Spannung vergleichen, das geht nicht. Deshalb muss ich hier diese Temperatur, die ich hier einstelle, auch noch in ein elektrisches Signal umformen, denn ein Vergleicher kann ja nur zwei gleiche Größen vergleichen, wie ich gerade schon gesagt habe. Ne? Ja, wie mache ich das jetzt? Wie kann ich hier diesen Wählschalter, also den hier, wie kann ich den so bauen, dass der mir ein elektrisches Signal zwischen 0 und 10 Volt liefert? Ja, das machen wir folgendermaßen. Da nehmen wir uns einfach 10 Volt, schicken die hier über so einen verstellbaren Widerstand. So. Und greifen jetzt hier eine Spannung, eine Ausgangsspannung ab. Ja, und je nachdem, wie ich diesen Wählschalter hier einstelle, das ist dieser jetzt hier, den kann man hier verstellen, habe ich hier einen unterschiedlichen Widerstand und eine unterschiedliche Spannung. Das heißt, ich stelle hier zum Beispiel keine 200 Grad Celsius ein, das steht nur auf diesem Knopf hier drauf, ne? Sondern in Wirklichkeit stelle ich da zum Beispiel 7,3 Volt ein oder so. Ne? Und dadurch habe ich jetzt hier ein elektrisches Signal, der Sensor liefert auch eins und die Differenz von beiden ist wieder ein elektrisches Signal, der Fehler E, die Regelabweichung, und der wird an die Regeleinrichtung gemeldet. Das ist in 99% der Fälle auch wieder eine elektronische Schaltung, also die arbeitet auch wieder mit Volt. Ja, und deshalb passt das dann alles. Ne? Also das muss man noch dabei sagen. Manchmal lasse ich diesen Sensor einfach weg, wenn es nur um das Schema geht. Und dann mache ich hier nur so einen Rückwirkungspfeil und schreibe hier eine Temperatur an und hier. Aber da muss man immer sich bei denken, dass in Wirklichkeit da noch ein Sensor zwischengeschaltet ist. Gut, und als dritte Anmerkung möchte ich noch sagen, dass man diesen Vergleicher hier, das ist ja der Vergleicher, und die Regeleinrichtung, diese beiden Baugruppen zusammenfasst, die nennt man dann den Regler. Ja, hier sind wir erstmal am Ende. Ich verabschiede mich, auf Wiedersehen.